Diese 2010 durchgeführte Umfrage zu den größten deutschen Sportlern aller Zeiten zeigt gut den Stellenwert, den Magdalena Neuner in Deutschland hat. Zusammen mit der absoluten Elite des deutschen Sportes genannt zu werden, war eine Auszeichnung für sie, aber auch für den gesamten Biathlonsport. Und damit sage ich herzlich willkommen zu GOATS Magdalena Neuner. Geboren am 9. Februar 1987, hier im Wintersportort Garmisch-Partenkirchen, als zweites von vier Kindern. Ihre Kindheit verbrachte sie in Wallgau, wo sie auch später mit dem Langlaufen im heimischen Skiclub SC Wallgau begonnen hat. Zitat Magdalena: Mit 9 Jahren hatte ich die Möglichkeit, beim Schnuppertraining im Biathlon mitzumachen und war von Anfang an fasziniert von diesem Sport. Ihre großen Vorbilder waren ihre Namensvetterin Magdalena Forsberg aus Schweden sowie ihre Teamkollegin Martina Beck, frühere Martina Glago, aus dem deutschen Team. In ihrer Juniorenzeit von 2003 bis 2006 konnte man das große Talent der jungen Magda schon erkennen. Sie holte mehrere Junioren-WM-Titel und wurde am 13. Januar 2006 zum ersten Mal im Weltcup als Ersatz für die verletzte Uschi Diesel eingesetzt. Platz 41 beim Debüt, aber die Steigerung sollte schnell erfolgen. 8 Tage später ging es bei der Verfolgung in Antholz schon auf Rang 11. Wenige Wochen später steigerte sie sich beim Sprintrennen in Kontiolahti ein weiteres Mal und belegte Rang 4. In der Weltcup-Saison 2006-2007 gehörte sie mit 19 Jahren schon zum festen Bestandteil der deutschen Mannschaft und bestimmte tatsächlich in diesem Alter die Laufzeiten der Weltspitze mit. Hier sehen wir die Gesamtstatistik ihrer Karriere, was die Laufleistung betrifft. Ich erinnere mich noch an eine Staffel bei der WM 2011. Magdalena übernahm auf Platz 4 mit über einer Minute Rückstand auf die führenden Ukrainerinnen. Man hatte das Gefühl, der Schnee brennt unter ihren Füßen weg. Sie schnappte tatsächlich noch alle Kontrahentinnen und holte Gold für ihr Team. Purer Gänsehautmoment. Ihren ersten Sieg im Weltcup holte sie sich am 5. Januar 2007 beim Sprint in Oberhof. Die folgende WM in Antholz sollte zum großen Durchbruch für die junge Wallgauerin werden. Gold im Sprint, der Verfolgung sowie mit der Staffel machten sie zur erfolgreichsten Athletin der Weltmeisterschaften. Zum Saisonende setzte Neuner ihre Erfolgsserie mit 4 Siegen fort und wurde auch dadurch im Dezember 2007 zur Sportlerin des Jahres in Deutschland gewählt. Der Biathlonsport erlebte einen richtigen Hype. Jeder wollte unsere Goldmagda sehen. Schon zu dieser frühen Zeit begannen Unmengen an Sponsoren auf den Hype-Train Magdalena Neuner aufzuspringen. Jeder wollte etwas von ihr. Bewundernswert, wie ein junger Mensch damit so umgehen konnte, wie sie es tat. Der Gesamtweltcup-Sieg plus weitere 3 Goldmedaillen kamen in der nächsten Saison dazu. Vor Beginn der Saison 2008-2009 hatte Magdalena mit gesundheitlichen Problemen sowie dem unglaublichen Druck, der auf ihr lastete, zu kämpfen. Die extremen Erfolge der letzten Jahre blieben aus. 2009-2010 war dann alles wieder beim Alten. Den Gesamtweltcup-Sieg und ihre 3 olympischen Medaillen bescherten ihr diese Saison. Dieses Olympia bezeichnete sie als Highlight ihrer Karriere. Es gab auch Schattenseiten ihrer großen Bekanntheit. In den Jahren 2009 und 2010 wurde Neuner Opfer von Stalkern. Ende August 2010 kletterte ein damals 44-jähriger Mann aus dem benachbarten Mittenwald auf den Balkon von Neuners Wohnung und klopfte an ihrer Balkontüre. Bei der WM 2011 in Chanty-Mansijsk holte Magda in 5 von 6 Rennen eine Medaille und verdrängte mit ihrer 10. Goldenen die bisherige Rekordhalterin bei WMs, Jelena Golovina. Es startete die nächste Saison. Ganz normal, Siege, Podestplätze und dann der große Knall. Am 6. Dezember 2011 verkündete Magdalena auf ihrer Homepage den Rücktritt vom aktiven Biathlonsport zum Ende der Saison. Der Aufschrei war riesengroß, keiner konnte es verstehen. Am nächsten Tag folgte die Pressekonferenz, in der sie ihre Beweggründe darlegte. Motivationsprobleme und hauptsächlich der Wunsch zur Rückkehr in ein normales familiäres Leben waren die Hauptgründe für ihre Entscheidung. Diesen Schritt mit 25 Jahren zu gehen, verlangt mir tiefsten Respekt ab. Am 18. März 2012 bestritt sie in einem Massenstart das letzte Rennen ihrer Karriere. 6 Fehler, aber überragende Laufleistung. Typisch Neuner, möchte man sagen. Bescherten ihr nochmal einen 6. Platz. Hier sieht man die Gesamtstatistik ihrer Schießleistung über ihre ganze Karriere hinweg. So wie es sich gehört, stand am Ende der Gesamtweltcup-Sieg in diesem Jahr. Nach der Beendigung ihrer sportlichen Laufbahn war sie weiterhin für etwa ein Dutzend Sponsoren bei Veranstaltungen, Werbeaufnahmen und Fotoshootings unterwegs. Als ehrenamtliche Botschafterin engagierte sie sich zudem viel für soziale Einrichtungen. Sie trat in vielen verschiedenen Sendungen auf, zum Beispiel als Biathlon-Expertin beim ARD oder bei Wetten, dass im ZDF.
aber am liebsten ist sie zu Hause mit ihren Kindern und ihrem Mann Josef. Zitat Magdalena: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Mama zu sein. Und wenn ich diesen Satz jemandem abkaufe, dann ihr. Für mich persönlich ist Magdalena Neuner die beste Biathletin aller Zeiten. Und was man von außen sagen kann, einfach ein wunderbarer Mensch. Ich hab's ja schon im Top 10 Video gesagt, wir waren alle ein bisschen verliebt in sie. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, vielen Dank für eure Zeit und vergesst nie das Motto dieses Kanals: Sport verbindet Welt.